willkommen zurück. Ja, beeimer dich. Da unsere Mission auf der Erkundungsfahrt eigentlich ja nicht so gelaufen ist, wie ich das erhofft habe. Auto? Werde ich jetzt eine Testfahrt mit dem Anhänger machen. David hat schon vorweg gesagt, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen soll und aufpassen soll. Ja, du hast jetzt, glaube ich, einen langen Hänger hinten dran und ich glaube, das wird eine schwierigere Fahrt, wobei das ist eher so ein Testgelände wieder. Ja, toll, Teststrecke. Ich habe auch vorhin nur eine Teststrecke gefahren und hab's versemmelt. Blödes Auto. Ja, wer hat denn immer direkt auf die Autos drauf zu gehalten? Ja, Vorstadt GTA und so. Mhm. Ja, das Ding ist groß. Ja, dann gib mal gut. Ja, ja. Oh, sieht schick aus. Ist wieder der große, ja, ne? Musste ich den jetzt noch anhängen? Ja, musste ich. Das mache ich übrigens mit Kuh. Ja, den fahren wir schon. Ja. So schwer ist es gar nicht, außer dass der Anhänger ein bisschen rumwackelt. Ja, das ist jetzt keine Kurve. Also ich würde die Kurve erstmal langsam nehmen. Okay, das wird etwas schwieriger, als ich gedacht habe. Ich würde 5 Meter vor der Kurve abbremsen. Bei der Fahrstil sind jetzt 10 Lass mein Fahrstil! Und nicht so hart einlenken. Scheiß drauf! Solange ich zu meinem Checkpoint komme, ist das egal. Hast du jetzt diesen Punkt wieder? Ja, es hat geblubbelt. Ja, ne, ich höre das ja nicht. So, ja, sowas ist jetzt. Boah, was sind das für Linien? Wer fährt denn so Trecker bitte? Ich werde niemals so scheiße fahren. Weißt du, wie das denn? Komm schon. Warum muss ich eigentlich jedes Mal in irgendwo reinfahren, rauffahren? Oh, 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 ich habe gerade gedacht, der Anhänger kippelt. Ja, das habe ich auch gedacht. Nee, ich weiß oh, schon, guck was. Mal, da vorne kann ich Gas geben. Da-da-dam. Ob ich jetzt wohl wieder abhebe? Auch nur so ein bisschen. Ja, und dann kommst du eben mal durch Schlangenlinien oder Strecke ab. Boah, ich würde am liebsten in Real jetzt auf so einen Anhänger sitzen und mitschaukeln. Das macht bestimmt voll Spaß. Nimmt der Hänger halt auch die Checkpoint mit? Keine Ahnung, aber es blubbelt auf jeden Fall. Ich habe ein Ziel erreicht, komm, das war einfach. Vielleicht habe ich ja Gold geschafft. Das ist so gut. Nein, aber Silber! Nee, Silber, genau. Yeah! Ich habe meine Mission mal nicht gescheitert. Guck mal, Erkundungsfahrt 2. Toll, ich habe Erkundungsfahrt 1 schon nicht hinbekommen. Diesmal lässt du die Autos da. Ja, ich werde diesmal nicht ein Auto mitnehmen. Na doch, vielleicht ein kleines. Aber wir werden die schaffen. Wie gehabt, ich kann mein PDA öffnen. Wir fahren die Checkpointe ab. Und nein, ich werde kein Auto mitnehmen. Bis auf ein winzig kleines. Ein klitzekleines. Nur einmal. Und denk dran, bei den Informationen kannst du einfach weiterfahren. Ja, Chef. Du hast sogar eine halbe Minute länger Zeit. Ja, toll. Das macht's jetzt auch nicht. Stell mir vor, ich fahre wieder über Kopf. Doch, das so, ich werde direkt mal den PDA öffnen. Das ist doch schon wieder ein anderer Trecker, oder? Ja, es scheint immer ein anderer zu sein. So. Läuft noch gar keine Zeit, du läufst erst auf den ersten Punkt. Ja. Ja. Pass. Ja. Oh, Gebirgspass? Na super, stell mal vor, ich fall da runter oder so. Bei meinem Glück. Deswegen sage ich, langsam und vorsichtig fahren. Ja, sie nimmt direkt fast den ersten Baum mit. Naja, den kann ich ja nicht direkt mitnehmen. Es ist ja jetzt nicht so wie der Gartensimulator, wenn man da mit einem Rasenmäher vorfährt, ne, dass das ganze Ding abgemäht ist. Aber wirklich tolle Gegend. Da kann sich der Gartensimulator richtig eine Scheibe abschneiden. Ich muss bedenken, dass die beiden Spiele von einem... Bergruine? Ja, gut, schön. Dass die Spiele von einem... Ich will diese Mission schaffen. Mir egal, wie ich das mache, ich werde das schaffen. Jetzt mal das ständig fährt. Solange kein Gegenverkehr kommt und ich auf die Idee komme, dass ich dagegen klatschen muss. Ja, ja. Das ist sehr schön und... Ist das da hinten mein Hof? Oder? Nein. Das sieht aus wie ein Hafen oder
Industriegebiet großes. Aga Maximus. Gut, ja, direkt mal nach rechts fahren übers Feld. Sind schon welche. Wo ist er denn? Da musst du, glaube ich, da links hochfahren bei den Kuhn. Links. Ja, ich weiß schon, ich wollte nur etwas gucken. Ja, die alte Angewohnheit halt immer, wenn ich nach links sage, nach rechts fahren oder umgedreht. Kannst du auch einfach mal gar nichts sagen? Nein, es wäre halt immer langweilig. Ja. Könnte das ein Boot ausgeben? Nee, da. Oh, cool. Nee. Das ist nicht. Ja. Nee. Naja, wenn da so ein Checkpoint drin ist, dann denke ich, dass ich da reinfahren kann. Gut, dann färchen wir mich mal eben. Kameras. Mit C können Sie zwischen Blabla und Blabla wechseln. C? Ja, ah, klar. Kann ich aber auch. So, das wusste ich schon vorher. Ja, ist denn ja das hier erst ein Hafen? Ja, vielleicht kann man hier so importieren und exportieren. Ja. Da hinten ist noch eins, dann muss ich drauf. Ich will aufpassen, sonst soll ich es ab. Nein, da kann ich bestimmt nicht drüber fahren. Nee. Nein, ich teste es auch nicht. Der Hafen. Sag ich ja. Importieren, exportieren, tralala und hab's Wasser. Wir fahren mal zurück und dann, wo ist wohl der nächste Checkpoint? Das muss ein bisschen aussehen. Die Straße wird dann nach rechts folgt. Ja, nach rechts, alles klar, ich hab's verstanden. Oh! Nein! Oh. Nein, das Auto lässt du. Ignoriere das Auto, das ist gar nicht da. Hups! Sie fährt's natürlich direkt. Ich hab's aber geschafft, also komm schon, lass mir meinen Spaß. ja, hier habe ich alle Checkpoints durch. Doch, das ist irgendwo da hinten am Fell. Das sieht so aus, als wenn die Dinger wandern, ne? Guck mal auf dem PDA. Die müssen Dinger. Ja, guck doch mal. Die Checkpoints? Ja, ja. So, was soll ich das? Jetzt. Ja, da ich fahr da mal lang den Weg. Was ist das letzte? Der hier irgendwo so. Der Eck. Alter, der letzte Trecker ist 55 gefahren und dieser fährt nur 51, 52. Was soll der Mist? Ich will meinen alten wieder haben. Ja. Checkpoint, was ist das wohl hier wieder? Parkplatz. Strand. Strand. Gut, können wir mal irgendwann zu Fuß abklappern. Klar. Oder ich fahre hier mit dem Mähdrescher rum. Und nehmt in der Zwischenzeit ein paar Autos mit. Okay. Also ich bin gespannt, wie viel Autos ich in den ganzen Let's Play und Let's Test umnüdel. Ich glaube, hier musste ich weiter. Nein. Ne, andere Seite. Stimmt ja, so war das, ja. Komm, 6 Punkte noch und ich habe knapp... 6 Minuten. Ja, 6,5 Minuten, sagen wir mal. Oh. Auto? Ja, das kann ja noch was werden. Die Fußgänger tauchen auch auf, sie hoffen nichts. Was das hier wohl wieder ist, das sieht aus wie so eine Aussichtsplattform für Holladahitis und so. Das ist ein Bot. Langsam, langsam! Die Zwillingskanonen, achso, ich dachte, das wäre jetzt irgendein so Aussichtspunkt, wo man 50 Cent reinwirft und dann die Landschaft genießen kann. Für eine halbe Minute oder so. Ja, also solange du jetzt keine Unfallnote derartiges brauchst. Ich will diese Mission schaffen und das werde ich schaffen. Ich nehme meine Abkürzung durchs Feld. Dann komme ich auch gar nicht erst auf die Idee, das Auto umzuhudeln. Da vorne ist aber auch ein Fluss, da wird hier aufpassen. Warte mal, da blinkt auch irgendwas. Ja, nimm mal erstmal den ganz rechts mit. Geh du da. Ich würde erst die ganz rechts abarbeiten. Da kommst du immer noch hin. Toll, jetzt ist das Auto wieder vor mir. Nee. Wir müssen so lange gesehen durch den Boss fahren. Wenn es nicht starten, Ich würde wirklich gerne mal ausprobieren, wie das ist, ins Wasser zu landen. Aber jetzt nicht bei dieser Mission. Du alles in der Karriere, wenn du das suchst, das finde ich alle direkt auf einen Haufen.
Also ich fahre jetzt erstmal über die Brücke. Ja, und dann in der Hoffnung, dass ich mich nicht wieder einmal um mich selber drehe. Der linke da ist dann der letzte. Das sieht aus wie hier. Nee, ich hätte es fast gesagt mit der Mühle oder so. Die Mühle. Naja, normale Mühle. Mühle. Der hat mal wieder sein allgemeines Sprachproblem. Ist schon spät. So spät bin auch wieder nicht. Wo ist das denn hier? Ich würde sagen, das ist hier der Wald. Einfach mal so stumpf behauptet. Der Wald. Der Wald. Ohne was viel zu verraten, der Wald. Ja, ist doch, glaube ich, auch das Testgelände, wo du kannst, mit dem Anhänger durch den Wald bist. Okay, das war wie ein kleiner Ruckler. Das ist das Anhänger. Ich denke mal Sägewerk oder so. Sägewerk? Ja, das genügend mal. Sägewerk! Und eins nach die Straße. Ja, dann drehe ich. 7 Minuten für 2 Punkte. Wenn ich nicht irgendwas wieder versäme. Ja, sollte nicht. Ja, ja, Trecker fahren und so will gelernt sein. Das ist ein einsames Haus. Ah ja. Das sieht aus wie ein Labyrinth. Nee. Ja, ich würde es gerade sagen, ein Labyrinth. Da kann man bestimmt so zu Fuß durchgehen. Oh, ich würde es am liebsten gleich mal machen. Ja, ich bin nicht gesagt dafür. Irrgarten. Irrgarten, ja gut. Ist ein toller Schatz zu finden. Das? Ja, stand da. Okay. Also im Story-Modus werde ich da auf jeden Fall mal hin. Kann ich nicht hier einfach mitten durch? Ja, wenn du die Brücke schaffen triffst. Einfach mal Milton drin. Ich muss ja darüber. Ja, das. Ja, du könntest jetzt hier wohl schon gerade ausfahren. Bei dem Haus. Nein, da ist Wasser. Nein, ich meine jetzt bei der Brücke. Ach so, das meinst du, ja, das würde ich auch sowieso tun. Das Haus dann nicht so benutzt. Und ja, das. Eine kleine Landhütte. Nee, warte mal, das ist. Das fährt oben zum Dingsbums hin, so ein Gondelteil. Bums. Skilift nennt man das Ding. Ja, das da, genau das meine ich. Yeah! Sesselbahn, du mit deinem Skilift. Ich hab's geschafft und hab doch noch Bronze bekommen. Yay! Ja, es ist noch ein Preis für Bronze. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme.